Multiplayer TDM im Clubhaus. Ich hasse diese Map. Sie ist einfach nur verdammt unübersichtlich. Ja, nehmen wir wieder die Super 90, weil das knallt schon wie Sau. Na, mal schauen. Wen haben wir sonst noch dabei? Pulse, Bandit, Castle, Capcan. Das ist doch mal ein stronges Team, würde ich mal sagen. Zumindest habe ich die Hoffnung. So ein bisschen. Vielleicht überleben wir es ja mal länger, aber ich hasse diese Map. Sie ist einfach nur unübersichtlich. Aber was will man machen? Schauen wir einfach mal. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Vielleicht sollten wir einfach dann entsprechend den Kessel hier zumachen lassen. Putz. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, einfach schön zu. Barrikade errichtet! Nur noch 10 Sekunden. Da kann man auch bestimmt was hinlegen. Gerät ist platziert. 5 Sekunden noch. So, über diese coolen Beeren fallen. Du schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Hier kann ich nichts dazwischen legen. Schade. Okay, was geht denn hier schon direkt für eine Action? Okay. Das sieht schon ein bisschen evil aus. Tja, da kommt ein. So mit rein. Bereite mit Kopfmatte vor. Das ist genau, wo sie hier mal durchbrechen, aber das gefällt mir nicht. Irgendwie habe ich hier gefühlt wenig Stecken. Au! Da stand doch tatsächlich dann ab. Gehe ich halt mal hinter die Bar. Möchte wer was trinken? What the? What the fuck? So ein scheiß Cheater! Und von da jetzt auch noch! Wie hat der mich denn bitte durch die Wand geholt? Das hätte mich halt wirklich mal interessiert. Meine Fresse! Aber wahrscheinlich hat er mich halt durch irgendwas gesehen, aber durch was denn bitte? So, da haben wir einen am Start. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. So, welcher davon? Sieht ja eigentlich alles relativ gut aus. So, der ist da oben am Rumsneaken. Ja. Zwei Gegner haben wir noch. Zwei gegen drei. Autsch. Okay, wieder hier irgendwelche Action verpasst. So. Die Granate war aber auch böse. Gefahrgutbehälter ist unterbrochen. Die Feinde aushalten. Ein Gegner verbleibt. Mission erfolgreich. Hey! Eine Runde gewonnen! Mann der Fortschritt! Yeah, und da hat er ihn weggerotzt. Genauso wie sich das gehört. Tja, dann versuchen wir es doch mal noch eine Runde als Bug, weil eigentlich finde ich den Charakter ziemlich nice. Vor allen Dingen, dass ich halt trotz meiner Primärfeuerwaffe halt noch eine Schrotflinte so als Unterlaufwaffe drin habe. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich nice. So, dann gucken wir doch mal, wie die nächste Runde wird. Vielleicht wird das mal sogar was irgendwie, was ein bisschen besser wird als haushohe Niederlage.
So ein bisschen darf man ja wohl hoffen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Oh Gott, ey. Erwähnt ihr schon mal, dass ich diese Map hasse? Ich glaube nicht, aber ich erwähnte es, glaube ich, schon 10-mal. Ich hasse diese Map. Ich finde einfach nichts hier, gefühlt. Es ist einfach riesengroß und unübersichtlich. Ich fahre hier einfach random in der Gegend rum. Muss mich hier irgendwie mal orientieren. 10 Ah! Da war doch was. Ui, wo sind die denn gelandet? Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Sollten vielleicht mal schaffen, als Team zusammenzubleiben. Buff! Hat es da gemacht. Jetzt hätte ich gerne... Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal eine Runde gucken. Hey, wo liegt ihr? Okay. Zwei gefunden. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Das habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Fick dich! Boah, da bin ich mich schon am Rückziehen, der wischt mich halt trotzdem. Neutralisieren. Zeit für etwas Krach. Ein Gegner verbleibt. Yay! Sicherung des Behälters einstellen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Wir haben es mal geschafft. Nice. Es läuft ja richtig gerade. Auch wenn ich gefühlt komplett useless bin hier. Weil ich halt irgendwie gar nichts hinkriege. Aber wer weiß. Schauen wir einfach mal. Kann nur besser werden. Das ist das Schöne an der Geschichte. Es kann nicht viel schlimmer werden. So, ich würde sagen, die Teamaufstellung ist eigentlich ziemlich ähnlich der letzten Male. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Ach, in dem Kackraum. Hier hätten wir weg, bitte. Eingang ist sicher! Gerät scharf gemacht, die Tür im Auge behalten. Finger zu. Die Türen nicht verlassen. In der Hoffnung, dass es hilft. Ich sichere die Wand! Nur noch 10 Sekunden. Okay, das sieht doch gut aus. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hier. Legen wir auch noch eines hin. Lege Willkommensmatte aus. Willkommensmatte, das trifft so. Tja, dann. Wie wär's denn damit noch eins? Also, wenn wir dann hochkommen. Tür abgesperrt! Sollte schnell sein. Schleunigst hochgehen!
von denen wegrennen. Scheiße. Da will man sich gerade verpissen und dann war ich irgendwie zu langsam. Das war irgendwie doof, die Aktion. Ehrlich zu sein. Tja, dann schauen wir doch hier einfach. Was ballert der da so in der Gegend rum? So, da unten liegt halt Termite. Ah ja, Termite zeige ich schon. Irgendwie halt. Doch, doch, stimmt. Hat ein anderer Char. Was? Was da? Ach, vielleicht ein paar mehr, weil es so schön ist, oder was? Gott sei Dank ist dieser Raum so groß, da bringt dieses Clearen der Area nicht wirklich was. So. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Oh, das ist ja cool. Ja, Schild bei uns hier oben. Pinky. Pass auf, Pinky, an der Wand unten ist ein Loch drin, ne? Ach, und wieder mal deutschen Spieler. Achtung, setzt eine Ladung. Ey, vielleicht kriegen wir es ja doch mal hin mit der ganzen Teambesprechung. Tja. Das ist spannend. Wann kommen sie da rein? Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Oh, dann kommt einer mit Schild. Unten einer mit Schild. Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Tja, so muss das. Aber trotzdem sind wir jetzt in der Unterzahl. Es könnte eng werden. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Ah, sei bitte vorsichtig, mein Junge. Bitte schön vorsichtig bleiben. Du musst den Biogefahrgutbehälter beschützen. Zwei Leute kalt machen. Muss noch zwei Leute kalt machen. Ah, da muss er nachladen. Ah, schade aber auch. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Schade aber auch. Ja, zu schön gewesen. Lief doch gerade echt gut. Tja. Next try! Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Bis jetzt steht es 2:1. Tja, ich könnte mir Schöneres vorstellen. Aber naja. Es sind ja noch ein, zwei Ründchen. Bis zum Ende, denn ich gehe mal davon aus, dass das Verlängerung gibt. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja. Tja, wo könnte der denn sein? Wie gesagt, ich kenne mich halt nicht auf dieser Map aus. Ah! Hi! Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter. Da haben wir ihn. So, da haben wir auch noch einen. So, da steht ein Störsender vor der Tür. Das ist gut zu wissen. Hier unten ist es derzeit noch clear. 10 Sekunden bis ein. So, ja, da steht ein Störsender. Die Dinger sind eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen. Wir sollten uns halt jetzt irgendwie koordinieren vom Angriff her, würde ich sagen. Sprengladung einsatzbereit! Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Ihre Streusprengsatz. Ich lade nach! Feuerschutz! Tja, welchen Weg gibt's denn da noch rein? Sprengbereich räumen! Schauen wir doch mal. Ein Weg von oben rein. Sprengladung einsatzbereit. Dann mal los. Zurückbleiben. Tja, wo geht's denn da rein?
Das probiere ich doch glatt mal aus. Ich platziere eine Sprengladung. Sprengladung scharf gemacht. Ah, hier sind wir also auf der Rückseite. Das bringt uns mäßig. Vielleicht wirklich keine so blöde Idee, die da jetzt mal einzusetzen. Drohne aktiviert. Lade Magazin nach. Mal ein bisschen aufklären, was hier los ist. Tja. Wo sind die denn alle? Okay, da oben ist einer. Einer ist oben. Ah, Teamchat. Einer ist oben auf dem Geländer. Aktivitäten. Korrigiere, zwei sind oben auf dem Geländer. Vielleicht mal was Sicherungsbehälters einstellen. Gefecht beteiligen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Mit Sicherungsbehälter fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Raumes einstellen. Die krabbeln alle Bilder oben rum. Eigener Trupp getötet. Nicht ganz krabbeln sie da oben rum. Da wurde ich halt von hinten geraidet. Scheiße. Aua. Aber es war doch ein schönes Spiel. Matchverlängerung. Also bis jetzt finde ich eigentlich geil. Definitiv. Ah, hier ist ein bisschen Long Range. Nehmen wir mal die andere mit. Diese Pistole. Probieren wir die mal aus. Ja, aber es ist schon ein relativ spannendes Game. Nicht so läppisch wie die anderen, sondern das macht echt Fun. Ist ein höherer Schlagabtausch dabei. Und wir verrecken nicht sofort. Das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Reichlich nichts. Gerät wurde aktiviert. So. Legen wir da noch eins hin. Setze den Kopf ein. Mache dazu. 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So. Vielleicht sollte ich noch eins vors Fenster legen oder so. Ja. Okay. Doch da. Geht doch. Wand gesichert! Wir sind irgendwie schon unterwegs. Würde ich sagen. Gute Idee. Tja, eigentlich würde ich mir gerne noch kurz abwarten. Oh. Oh. Nicht gut. Nitro-Handy wird vorbereitet. Ich spreche die Ladung. Das hätte ich mir vorher holen sollen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Achtung, maximal abgesellt. Optimal. Jetzt bin ich etwas besser geschützt. Tja. Dieses Loch ist irgendwie leicht. Schild steht! Tja, sollen sie mal herkommen. Ups, was war das?
Irgendwie gefällt mir das trotzdem nicht. Ups. Das gefällt mir nicht. Tja, der Piano läuft da aber auch irgendwie ziemlich scheiße rum. So, jetzt wird er geholt, oder? Glück gehabt. Wow! Krass! Wuhu! Shit, man. Boah, da holt er ihn. Wie ihn da wegrotzt. Krasse Sache. Way! Seit langem mal wieder. Wurde auch mal Zeit. Tja. Ich bin doch nicht ganz so harter Fail, wie ich dachte. Juhu, und direkt mal aufgestiegen. So wie sich das gehört. Ja, das macht Spaß. Könnte öfter so gehen.